Senkend habe ich gestern die Bögen aufgeklebt. Und was jetzt auch ist, ich habe da gestern schon ein bisschen die Struktur hinein gemacht. Ich muss dann nur noch oben und unten das machen. Ich hoffe, man kann das schön sehen. Und jetzt da, mir gefällt diese Verzierung noch nicht. Also mache ich jetzt solche Teile, wobei ich da jetzt diese Rechtecke noch einmal mit dem Heißdrahtschneider durchgeschnitten habe, also noch einmal dünner gemacht habe. Und wie mache ich jetzt den Vordruck, den ihr da sehen könnt? Ich nehme einfach eine Arzneiflasche und drücke den Kopf dieser Arzneistraße fest, Flasche, nicht Straße, drauf. Und dann hat man diesen schönen Abdruck, wo man kann sehen. Und den schneide ich zuerst einmal mit einer Schere grob heraus. Gut, wenn ich das gemacht habe, dann mache ich mit einer feinen Feile oder Bastelfeile das Ganze noch schön abgerundet, sodass dann wirklich keine Kanten, keine Ecken sind. Sondern eine schöne, runde, ein noch schönes rundes Stück, da kann man schön, darf da jetzt nicht ganz nicht fest drauf drücken, sondern muss halt schön aufpassen, aber es funktioniert sehr schön, dass man da ein schönes rundes Stück herausbekommt. Und wenn wir das haben, wenn wir das dann dort da aufkleben, 12 Stück brauche ich, das werden wir dann da aufkleben, dann schaut das auch wieder ein bisschen schöner aus. Nachdem ich jetzt die 12 Kreise ausgeschnitten habe, mache ich dann mit dieser Modell-Mini-Spachtel die Innenkreise noch ein bisschen stärker, damit man den dann besser sehen kann. Weil das Vorbild auch eben so. Eine Verzierung hat. Also ich versuche eher von innen nach außen zu drücken, wie ihr seht, damit innen eine schöne Schräge auch ist. Das machen wir jetzt bei alle 12 Teile. So, die nächste Aufgabe ist es jetzt, diese Teile darauf zu kleben. Das heißt, wir verwenden wieder einen Kleber, der lösungsfrei ist. Bestreichen den Teil damit und kleben es an die Stelle, wo ich eigentlich schon was vorgesehen habe, gehabt. Passt. Und das machen wir jetzt mit alle. Erst wo ich die Videos hergerichtet habe zum Schneiden, bin ich drauf gekommen, dass ich eigentlich gar nicht gezeigt oder nicht aufgenommen habe, wie ich die Struktur gemacht habe bei der Brücke. Deswegen zeige ich euch das jetzt kurz noch an diesem Stück. Also die Gerade ist jetzt kein Problem. Überhaupt dann, wenn ihr irgendwo schön dazu kommt. Ihr verwendet einfach ein Lineal, ein Eisenlineal, nimmt den Abstand ungefähr, den ihr haben möchtet und fährt jetzt mit diesem Spatel, Achtkantspatel,
oder Spatel mit einem Achtkantgriff, der zwei verschiedene Seiten hat, wie ihr sehen könnt. Eine kleine gerundete und dann eher mehr spitz gerundete. Wie ihr sehen könnt jetzt vielleicht schon, haben wir jetzt dann da eine Struktur. Mit dieser Seite fahre ich dann da noch einmal durch, ganz leicht. Dadurch hat man noch einmal eine schöne Vertiefung. Und auch jetzt die Einzelstücke, also die, damit man jetzt die einzelnen Ziegeln sieht, fährt man zuerst mit dem, drückt man das hinein. Und man kann das dann auch noch einmal mit dieser, weil so schaut es eben, es schaut zwar schon sehr gut aus, aber um noch einmal eine Struktur zu haben, kann man mit dem noch einmal ein bisschen nachfahren, weil dann schrägt man die Eckenkanten ein bisschen ab und das Ganze schaut dann doch ein bisschen besser aus. Ich mache das noch mit der zweiten Linie. Zeige euch das noch einmal. Da fahrt ihr ungefähr immer in der Mitte vom unteren, damit der Ziegel überlappt ist. Und eben, ihr fährt wieder ein bisschen mit diesem locker, nicht zu stark drückend, eben darüber und bekommt dadurch eine schöne Kante und Form. Und so bekommt ihr eigentlich eine schöne Struktur, Steinstruktur. Heraus. Die Struktur ist jetzt fertig, wie ihr sehen könnt, auch innen. Haben wir überall die Steinstruktur gemacht. Oben habe ich es einmal so gelassen, dass ich eben große Steine gelassen habe. Auch innen ist die Struktur aus einem Boden, da kommt dann ja eh das Gleisbett. Und der nächste Schritt ist jetzt natürlich, dass wir das Ganze jetzt dann bemalen, damit das nach Stein farblich auch ausschaut. Und so, wie ihr sehen könnt, habe ich da jetzt eine graue Farbe, Acrylfarbe abgemischt zwischen Schwarz und eben Titanweiß. Schwarz habe ich Mars Black genommen, Mars Schwarz, weil ich das gerade da habe. Kann aber auch jedes andere Schwarz verwendet werden. Das tun wir jetzt gut durchmischen, damit es eine sehr eine Farbe, Graufarbe hat, eine hellere. Und mit der werden wir jetzt einmal die ganze Brücke bemalen. Und dann kommt natürlich noch ein bisschen eine Effekte dazu, dass das dann wirklich dann noch so ausschaut wie im Stein. Wir fangen jetzt einmal mit den Innenseiten an, wie ihr sehen könnt. Und dabei braucht man nicht nur eben so drüber streichen, sondern man muss auch ein bisschen reinstupfen, damit auch diese Struktur der Steine auch innen eben das Grau bekommt. Wenn man zuerst vielleicht ein bisschen die Oberfläche bepinselt, damit die einmal fertig ist, muss man dann zusätzlich eben noch so hineinstupfen. Ich zeige das jetzt nur so ungefähr, weil ich jetzt das natürlich zur Kamera halte, weil dann wenn ich das zu mir halten kann, dann kann ich das noch besser machen. Auch dadurch bleibt die Struktur eben erhalten. Weil wenn man so drüber streicht, dann, ich zeige es euch einmal, besonders wenn man zu viel Farbe hat, dann geht die Struktur verloren. Und deswegen ist es besser, wenn man dann noch einmal so
die Struktur ein bisschen nachfährt und auch eben so hineinstupst, damit dann die Struktur wieder sichtbar wird. Ist halt meine Erfahrung. Wenn ihr noch andere Ideen habt, bitte gerne in den Kommentaren. Wichtig auch, das möchte ich euch auch zeigen, bei den Kanten, so wie hier, Ecken und Kanten, bleibt gern mehr Farbe hängen. Und das ist dann wichtig, dass man dann ein paar Mal da mit dem Pinsel noch einmal reinfährt, um diese Farbe eben wieder herauszuholen, damit da eben die Struktur schön erhalten bleibt. Außerdem, wenn ihr jetzt diese Seite macht, schaut auch immer schräg auf das, was ihr da innen gemacht habt, weil dann seht ihr auch immer wieder, dass da gewisse Ritzen eben noch durchscheinen und dann kann man die auch noch eben richtig bemalen. Nächstes Mal würde ich die besonders eine Viaduktbrücke wieder anders machen. Ich würde eben Vierecke oder in dem Fall Rechtecke nehmen und da die Bogen zur Hälfte immer ausschneiden, damit man den Innenteil besser bearbeiten kann. Also so, wenn der Bogen so ist, ist es innen wirklich schwierig, diese Steinstruktur zu machen, schön zu machen, weil man nicht richtig dazu kommt. Also würde ich das nächste Mal eben so Rechtecke machen, bemalen und dann zusammenkleben. Oder eigentlich vorn strukturieren und bemalen, eben zusammenkleben. Aber zuerst innen strukturieren, weil es ist einfach sehr schwierig, so im Bogen hinein das zu machen. Der erste Anstrich, eigentlich sind jetzt zwei Anstriche gewesen, ist einmal fertig. Jetzt schaut das schon einmal sehr nach Stein aus. Jetzt müssen wir das einmal schön trocknen lassen und dann können wir darauf weiterarbeiten. Nächster Punkt ist mit einer sehr nassen Grau, wie ihr seht, nochmal drüber zu streichen, also sehr wenig graue Farbe, hellgraue Farbe in dem Fall jetzt. Sehr wässriger, hellgrauer Farbe streichen wir jetzt dann noch einmal das Ganze ein, damit es ein bisschen heller wird. Und der Vorteil, wenn man halt vorher das sehr grau gemacht haben und geschaut haben, dass auch die Ritzen recht gut deckend sind, dass diese jetzt eigentlich, wenn man jetzt leicht mit diesem wässrigen Hellgrau drüber fahren, weiterhin dunkel bleiben. Wo ein bisschen zu viel drauf ist, nehmen wir Papier, ein saugendes Papier, in meinem Fall jetzt ein Klopapier, und tun das noch ein bisschen abtupfen, damit die Farbe wieder nicht zu stark durchkommt, weil wir haben dann noch ein paar Feinheiten im Nachhinein auch noch zu machen. So, wie ihr jetzt sehen könnt, sind die Innenkreise so bräunlich, so wie im Original. Und jetzt müssen wir warten, bis das einmal getrocknet hat, bevor wir weitermachen. Wie ihr sehen könnt, mache ich jetzt noch mit reinem Weiß nach, indem ich das schön verteile, aber auch eben ganz wenig auf den Pinsel gebe. Da hole ich mir immer links eine Unterlage. Und dann kommt jetzt das rein Weiß dazu. So wie jetzt da, wenn ich ein bisschen zu viel erwische. Kommt noch ein Stück Wasser dazu. Damit man mit dem Wasser dann das auch noch ein bisschen verdünnt. Also sehen könnt, ist eben, wenn zum Beispiel irgendwo wirklich
viel zu viel erwischt wurde, kann man mit Wasser den Pinsel, den man feucht macht, einen extra Pinsel jetzt da, ich tue immer ein bisschen feucht, dann tue ich das extra noch ein bisschen runter, damit es nicht zu feucht ist. Und dann kann man das schön dort, wo zu viel ist, wieder herunterholen. Sollte wirklich, wo sich eine Ansammlung befinden, ist es auch möglich, mit dem saugenden Papier das zu machen. Jetzt wird mit einem sehr flüssigen Spat, also wirklich sehr flüssig, das Ganze noch einmal bestrichen, wie ihr sehen könnt. Weil dadurch kriegt es dann noch einmal so eine schöne Struktur. Soll eben schwarz richtig nass sein, damit von der schwarzen Pigmenten nicht zu viel haften bleibt. Und wenn man dann öfters drüber streicht, dann nimmt man auch wieder einiges von den Pigmenten wieder weg und das passt dann schon so. Wir sehen, es macht dann eine schöne Steinstruktur oder Farbe, könnte man sagen, Struktur ist es jetzt nicht. Hier ist es auch gut, wenn ihr, nachdem ihr das so verteilt habt, dass ihr dann das auch noch einmal so mit dem Pinsel drüber färbt. Gut, jetzt kommen noch ein paar Feinheiten. Und zwar rinnt meistens so bei Ritzen das Wasser, das Regenwasser so, dass es da drunter am Stein etwas abbildet. Ich mache das jetzt so mit einem feinen Pinsel, seht ihr, und mit dem Finger tupfe ich dann noch, damit das nicht zu stark sichtbar wird. Wobei wir dann noch mit dem Schwarzen nochmal drüber gehen werden. Also beim Originalbild geschaut, da sind so unterschiedliche Längen auf diese Wasserspuren, könnte man sagen. Die machen wir jetzt rein. Die findet man dann auch oft am Rand von solchen Verzierungen. Witzigerweise oft nur von einer Ecke. Das sind jetzt einmal diese Wasserspuren. Das sind jetzt die weißen. Da kommt dann auch noch, die gibt es dann oft auch so noch dazu. Und manchmal auch die Kanten da. Machen wir jetzt einmal weiß.
auch war, ist so Rostflecken, offensichtlich vom Stahl, der mit einverbaut wurde, aber eben auch nicht überall, sondern eben immer nur so fleckenweise und hauptsächlich bei diesen bei dieser Verzierung. Mein Viadukt ist fertig, wie ihr sehen könnt. Schaut recht gut aus, also mir gefällt es sehr gut. Auch von der Formgebung, der Struktur, auch von der Farbe. Ich habe auch auf Einzelheiten geachtet, wie eben Wasserflecken, auch Rostflecken könnt ihr sehen, die durch das Stahl, das eingebaut wurde, eben gekommen sind. Und ja, bin sehr zufrieden. Und jetzt kommt das Ganze natürlich in die Strecke eingebaut.